Bist du zufrieden, Sebastian? Nein! Bitte, Sebastian, du kleine Sackratte, du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ja, meine lieben Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Viele von euch werden sich jetzt fragen, hey Remi, wieso guckst du gerade am Boden und wieso zeigst du nicht, was dahinter dir ist? Meine Freunde, bevor ich jetzt zeige, wie sich die Revolution jetzt in den letzten Tagen verändert hat, beziehungsweise was wir gestern Abend alles gemacht haben, würde ich sagen, gönnt euch doch erstmal ganz kurz diese unglaublich schöne Timelapse vom gestrigen Livestream. Ja moin Leute, guckt euch an, bam 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 bam, wir haben richtig reingehasselt gestern Abend Leute, gut, hier sind wir ein bisschen faul gewesen, da haben wir noch nicht ganz bis zum Boden gezogen, da fehlt uns gerade ein bisschen Cobblestone, aber Leute, schaut euch mal bitte an, was wir hier gestern Abend alles gemeinsam gemacht haben. Rotpilz und ich sind komplett apeshit crazy gegangen, meine Freunde. Wir haben angefangen, diese Hafenmauer hier zu errichten, den Hafenkai. Wir haben angefangen, meine Freunde, die Insel zu erweitern und fragt bitte nicht noch Sonnenschein. Der liebe Zinus hat mir gestern Abend auch nochmal geholfen, Leute. Schaut euch mal bitte an, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Das sieht schon richtig, richtig nice aus. Stellt euch mal bitte vor, Leute, ihr müsst später irgendwann diesen Hafen einnehmen. Keine Chance, das kriegt ihr nie im Leben hin, Leute. Guck mal hier, alles bis zum Boden runtergezogen, Leute. Das ist Kunst, das ist schön. Ist das. Schaut mal hier, Leute. Also sieht auf jeden Fall echt ziemlich, ziemlich nice aus. Kann man sich auf jeden Fall überhaupt nicht beschweren. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, Leute, des Weiteren haben wir gestern Abend noch ein wenig darüber überlegt, wie könnten wir das Ganze noch ein wenig sicherer gestalten, beziehungsweise was könnte man noch anders machen. Gut, hier sind wir noch nicht bis zum Boden gekommen. Ihr seht das hier vielleicht, dass die Mauer hier noch ein bisschen im Wasser schwebt. Das muss hier auf jeden Fall nochmal geändert werden. Also hier vielleicht, ne? Da seht ihr auf jeden Fall, dass hier nochmal ein paar Steine hingesetzt werden müssen. Das werde ich aber dann alles offscreen machen, weil das ist zu langweilig jetzt für die Folgen immer wieder, meine Freunde. Aber kommen wir zu dem, was ich gerade gesagt habe. Und zwar haben wir uns gewisse Gedanken gemacht, Leute, wie wir das Ganze noch sicherer machen können und noch schwerer für euch zum Erobern. Und zwar, Leute, haben wir uns gedacht, was wäre eigentlich, wenn wir hingehen würden, das Ganze auf diese Höhe gesetzt. Das heißt, wir haben quasi erstmal ein kleines Fundament für die Stadt und bauen unter diesem Wachturm oder unter diesem Haupthafenteil, der letztendlich dann den Großteil der Stadt erstmal gestalten soll, werden wir halt drunter eine Kanalisation bauen, meine Freunde, mit geheimen Fluchttunneln und so weiter und so fort. Das heißt, ihr müsst euch quasi Folgendes vorstellen, Leute. Passt mal auf. Ich nehme jetzt mal hier ganz kurz ein wenig von dem Stein hier, so. Nochmal fettes Dank an Spargofinis, meine Freunde. Der hat nämlich gestern wieder ordentlich reingespendet. Also, eigentlich sah das dann so aus. Leute, bei Spark hier, ich weiß nicht, irgendwie... Hat er gar nicht so viel, ne? Nee, irgendwie... Ich bin gerade bei Spark of Phoenix und nehme mir die Sachen, die er mir gesagt hat, die ich mir nehmen darf. Alles klar. Ja gut, wir haben uns das einfach genommen, aber Spark spielt ja jetzt auch momentan echt viel Sky und der will ja auch sicherlich mithelfen. Also von daher ist das bestimmt... Stimmt, vollkommen in Ordnung. Kommen wir ganz kurz zu dem, was ich gerade gesagt habe. Und zwar, Leute, stellt euch mal bitte vor, dass die eigentliche Stadt erst auf dieser Höhe hier entstehen wird. Das heißt quasi, Leute, der Hafen sieht momentan so aus, wird quasi von der Stadt, die letztendlich über dem Hafenbereich thront, weil die Stadt ist, wie gesagt, auf dieser Höhe hier erst anzutreffen, meine Freunde. Hier werden dann quasi die ganzen Wehranlagen und so weiter und so fort stehen, Leute. Das heißt, es wird schon mal unglaublich schwierig sein, durch dieses kleine Tor hier reinzukommen, meine Freunde. Und ich habe mir jetzt schon was überlegt, Leute, denn ich möchte jetzt gleich schon hingehen und dieses Tor hier designen. Ich habe mir nämlich Folgendes überlegt, Leute. Wir müssen erstmal ganz kurz hier den ganzen Shit, den wir hier vorher gebaut haben, abreißen. Wie gesagt, wir haben auf jeden Fall gestern echt gemeinsam richtig fetten Fortschritt gemacht. Und die anderen sind jetzt auch am Start. Der liebe Halbzwilling ist jetzt wieder mit dabei. Der liebe Noah hat nämlich jetzt auch Bock. Mit dem guten Herrn Dena muss ich auch nochmal ein Wörtchen reden. Der hat sicherlich auch noch Interesse daran. Also wir wollen ja auf jeden Fall, dass hier so viele Leute wie möglich mitarbeiten, Leute. Damit wir das hier so schnell wie möglich für euch fertig machen, damit es im Januar endlich ganz große Battle gehen kann, meine Freunde. Zuschauer versus YouTuber. Bis jetzt, glaube ich, einzigartig in diesem Sinne. Dass ihr quasi direkt mit ins Projekt eingebunden werdet, finde ich auf jeden Fall echt schon ziemlich, ziemlich fett, Leute. Und wir freuen uns alle unheimlich darüber.
darauf, gegen euch im Kampf anzutreten, Leute. So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz hier ein bisschen für Ordnung sorgen. Hey, Kinders, es reicht, hallo, 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 es reicht, mein Freund, es darf nicht sein. So, es reicht jetzt hier mal bitte, ja? Keinerlei Mobspawnerei mehr hier. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe gesagt, keinerlei Mobspawnerei mehr hier, mein Freund, ja? So, auch wenn wir auf dem offenen Meer sind, Alter. Kneif's dir. In diesem Sinne. So, Leute, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz rüber und ich zeige euch mal, was ich vorhatte, beziehungsweise wie ich das Torhaus designen wollte. Passt mal auf. Wir gehen mal ganz kurz hin und packen hier schon mal die ersten Blöcke ran. Ich habe nämlich vorgehabt, Leute, dieses Torhaus durch einen Lavafall mal wieder zu begrenzen, weil ich finde, ein Lavafall, Leute, ist für mich schon eine Sache, da kommt man als Spieler relativ schwer durch. Und eine Sache kann ich euch versprechen, meine Freunde, ihr werdet zu Anfang keine Fire Resistance Potions oder sowas haben. Also das heißt, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle richtig viel Spaß damit, Leute, durch diesen Lavafall überhaupt erstmal durchzukommen. So, die Idee ist quasi folgende, meine Freunde. Hier soll letztendlich dann die Lava reinlaufen, damit das hier auch nicht übertritt oder sowas. Beziehungsweise ich habe mir sogar überlegt, dass er vielleicht sogar hingeht, das Ganze mit einer Pistenschaltung automatisiert, damit die Lava quasi direkt hier unten reinlaufen kann, flawless, und somit quasi der Hafenbereich von der inneren Stadtmitte ein wenig abgetrennt wird. Stadtmitte ist immer ein bisschen schwierig, meine Freunde, denn eigentlich soll die komplette Stadt ja eigentlich auf den Stegen stattfinden, beziehungsweise wir wollen ja uns erstmal auf den Stegen quasi unsere Häuser und Farmen und Schmieden und so weiß ich was bauen, sondern das hier ist ja eigentlich viel mehr schon der innere Festungsbereich, also quasi geht es hier um den inneren Festungsbereich, den es auf jeden Fall jetzt erstmal zu beschützen gilt. Wir werden auf jeden Fall auch bald anfangen, meine Freunde, hier die ersten Kanonen hinzusetzen, glaubt mir. Wir haben noch ein paar kranke Kombinationen an TNT-Kanonen für euch auf Lager, Leute. Also wartet auf jeden Fall mal ab. Es wird wirklich für euch nicht leicht werden, diese Stadt zu erobern. Aber wie gesagt, wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben, dass es auch komplett fair gestaltet ist für euch. Wir werden euch auf jeden Fall mit den nötigen Utensilien ausstatten. Das ist klar, meine Freunde. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass es hier ein komplett einseitig und unfairer Kampf wird. Da, wie gesagt, müsst ihr euch keinen Kopf machen. So, das heißt, es gibt quasi momentan in die Stadt erstmal nur einen Weg hinein. Und ihr werdet auch keine Blöcke bekommen, meine Freunde. Denn wenn man sich einfach durch die Mauer durchbauen kann, ist das ja ein bisschen langweilig. Wir werden das Ganze ein bisschen PvP-mäßig, glaube ich, gestalten. Das heißt, Blöcke abbauen ist relativ tabu. Das Einzige, was es eventuell gibt, ist die Möglichkeit eines Wassereimers. Ich finde, das reicht auch eigentlich schon, meiner Meinung nach. Denn damit kann man ja auch schon einiges machen. Hallo, hallo, es reicht. Gehen Sie bitte, gehen Sie bitte. Gehen Sie bitte. Oh, Gamers Time wäre gerade hier. Ja, Gamers Time, größter Verräter der Welt, Alter. Der hat mir auf jeden Fall nicht geholfen an dieser Stelle. Ich weiß auch nicht genau, warum, Leute. Keine Ahnung. Schreibt ihr noch gerne mal in die Kommentare, dass ich auf jeden Fall seine Hilfe bei der Revolution brauche. Er meinte auf jeden Fall zu mir, dass er jetzt hier am Start ist und dabei ist, Leute. Keine Ahnung, was damit auf sich hat. Ich glaube, er hat keinen Bock mehr. Fragt doch gerne mal in seinen Kommentaren wirklich freundlich. Und damit betone ich das Wort freundlich nochmal, Leute, nach. So, das hier soll dann quasi der eigentliche Stadtaufgang sein. Das heißt, hier kommt man dann letztendlich in die Stadt rein, Leute. Und von hier aus geht quasi das ganze Battle los. Es gibt quasi nur einen einzigen Eingang. Und Leute, der wird auf jeden Fall krank protect. Das heißt, wir werden von oben werden wir Sachen runterfallen lassen. Wir haben Giftregen, wir haben Pfeilkanonen, wir haben alles bereits, habe ich im Hinterkopf, Leute. Also es wird auf jeden Fall echt ziemlich, ziemlich schwierig werden, dieses Ding überhaupt irgendwie einzunehmen. Aber das ist ja auch eine kleine Challenge für euch. Ich meine, wenn ihr euch halt darauf vorbereitet, Leute, und euch zusammenschließt und zusammen ein wenig in den Modus quasi, den wir dann auf meinem Server bringen, übt, dann kann das auf jeden Fall nur geil werden. Dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal ein bisschen trainieren, Leute, mit den richtigen Kits. Und dann kann es auch gleich losgehen. Ihr könnt euch direkt ins Battle stürzen. So, ich würde sagen, wir machen hier nochmal ganz kurz den hier, um ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Ich mache mal ganz kurz hier die Volume ein bisschen runter, weil der Regen ist ziemlich laut immer bei Minecraft. So, schaut mal hier, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz nice aus. Dann können wir jetzt hier direkt, warte mal, wo sind wir gerade? Wo stehen wir gerade von der Höhe her? Wir stehen gerade so. Das heißt, hier könnte schon wieder das nächste hinkommen. Aber Leute, ich bin mir auf jeden Fall echt sicher, dass es ziemlich, ziemlich nice wird, dieses Event. Wie gesagt, ich freue mich da so sehr drauf, weil es halt was Einzigartiges ist. Eine Sache, die es halt bis jetzt einfach noch gar nicht gegeben hat, und wir haben extremst Bock, wie gesagt, gegen euch da anzutreten, Leute. Das wird auf jeden Fall eine echt nice Angelegenheit. Und ich kann euch nur empfehlen, die Streams immer zu schauen. Wie gesagt, ich weiß auch nicht genau, ob ich am Donnerstag streamen werde. Das kann ich jetzt hier an dieser Stelle noch gar nicht versprechen, Leute. Denn im Moment ist es echt ziemlich, ziemlich stressig. Wir arbeiten gerade noch an einem richtig fetten Projekt zum Jahresabschluss für euch, Leute. Das wird auf jeden Fall eines der Projekte, wo wahrscheinlich jetzt kurzfristig relativ spontan die meiste Arbeit reinfließt. Und dementsprechend, Leute, kann es sein, dass eventuell der Stream am Donnerstag ausfällt. Aber wenn das so ist, Leute, dann holen wir das auf jeden Fall nach Weihnachten nach. Keine Sorge, ihr kennt mich. Ich bin da sehr, sehr gewissenhaft und versuche das immer so weit aufzuholen für euch, wie das geht. Des Weiteren, Leute, wisst ihr Bescheid, am 30.12. ist es wieder soweit. 24 Stunden Charity-Livestream. Also wer da nicht dabei ist, Leute, oh mein Gott, der gehört auf jeden Fall in der Schule richtig verprügelt. Ne, jetzt mal Spaß beiseite, Leute. Aber ich fände es echt nice, wenn ihr dabei seid, weil wie gesagt, es geht wieder darum, gemeinsam für einen guten Zweck etwas Gutes zu erwirken, Leute. Und ich brauche da auf jeden Fall sämtliche Unterstützung, die ich von meiner Community, von euch da als einzelne Person, wer auch immer hier gerade zuschaut, haben kann. Denn wie gesagt, Leute, wir wollen gemeinsam was bewegen, wir wollen echt gemeinsam was Gutes machen. Ihr wisst das ja, Leute, ich habe da ja schon gevloggt und so weiter und so fort. Wir brauchen da auf jeden Fall echt dringend eure Hilfe und es wäre echt saukrank nice, wenn ihr am 30.12.
5. alle den 24-Stunden-Stream auf twitch.tv/revenzeit einfach mal einschalten würdet. Und vielleicht sogar, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein wenig was zu spenden. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, Leute. Die Werbeeinnahmen gehen natürlich auch dahin. So, das sieht auf jeden Fall schon mal richtig herrschaftlich aus. Das heißt, Leute, man kommt quasi nur, wie gesagt, durch dieses Stadttor hinein. Und stellt euch jetzt mal bitte vor, hier eine große Lavawand, die das komplett unmöglich macht, durchzubrechen. Und wenn man dann hier hinläuft, müsst ihr euch vorstellen, hier oben drüber sind dann Giftfallen, Fallkanonen und so weiter und so fort. Die ganze Mauer wird nochmal mit kleinen Fallen und Sachen bestückt werden. Das heißt, Leute, dass dieses Ding wirklich zu erobern eine extrem krasse Aufgabe für euch werden wird. Zinus, Rotpilz und ich werden uns auf jeden Fall um das komplette Städtedesign hier kümmern, Leute. Ich glaube, wir sind da diejenigen, die am prädestinierten, am besten befähigt sind, so etwas zu machen. Ich will jetzt hier nicht Petrit und die anderen schlecht reden, Leute, aber ihr habt ja vielleicht mal gesehen, dass wenn Petrit ein Haus baut, dass das anders ist, als wenn wir ein Haus bauen. Ja. So, ich bin gerade am Überlegen, Leute, wie hoch ich das überhaupt machen möchte, denn wir müssen ja mal überlegen, Leute, wenn ich es jetzt noch höher mache, dann sieht das auch irgendwann nicht mehr schön aus, wenn wir die Stadt auf so einem riesigen Sockel stehen haben. Das sieht dann irgendwie wieder ein wenig unrealistisch aus. Dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht hier schon einen Cut machen und dann sagen, okay, hier ist dann das eigentliche Stadttor. Wisst ihr was, Leute? Ich gehe sogar hin, Alter, ich setze sogar noch einen drauf und gehe hin und sage, wir machen ein doppeltes Lavator, Leute. Stellt euch mal bitte vor, ein Lavafall hier vorne, dann ein Lavafall da hinten, komplett unmöglich, da irgendwie durchzukommen. Einfach da durchzubrechen, Leute, wird für euch nicht möglich sein. Das wird auf jeden Fall echt eine krasse Aufgabe. Aber wie gesagt, ich freue mich da extrem drauf, mit euch gemeinsam dieses Battle durchzustehen. So, ich würde sagen, dann machen wir das hier quasi als unsere Ebene, wo dann letztendlich die Stadt verläuft. Beziehungsweise vielleicht sollte ich nochmal mit Rotpilz drüber reden, ob wir das Ganze nicht vielleicht sogar als Half-Slaps designen, damit keine Mobs in der Stadt spawnen. Das könnte man auch nochmal überlegen. Dann haben wir nämlich nicht das Problem mit den ganzen Mobs und dann haben wir immer so eine halbe Bodenfläche. Finde ich persönlich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Dann sieht das immer ein bisschen, dann ist es mal was anderes. Dann würde ich vielleicht sogar sagen, Leute, wisst ihr was? Wir gehen sogar hin und machen noch einmal den hier so und haben dann hier jetzt quasi letztendlich das Torhaus, Leute. Dann haben wir das jetzt hier als Stadtebene gesetzt, meiner Meinung nach, beziehungsweise als Festungsebene. Ich sage immer Stadtebene, ist komplett falsch. Und dann können wir damit auf jeden Fall schon mal so richtig schön arbeiten. Und dann können wir jetzt direkt offscreen weiterbauen, Leute. Die Mauern brauchen noch eine Verzinnung. Das heißt, da müssen Zinnen drauf. Die Mauern müssen erhöht werden. Die Hafenwälle müssen fertig gebaut werden. Hier rüber soll eine Brücke gehen. Dann soll hier schon mal der erste Wachturm stehen, Leute. Rundherum muss dieses riesige Mauerarchipel gebaut werden, meine Freunde. Also es wird auf jeden Fall echt geisteskrank krass. In diesem Sinne, meine Freunde, würde ich sagen, was ist von dieser kleinen Folge vom Craft Attack? Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, Leute. Craft Attack kommt jetzt wieder regelmäßig on fleek, on time. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr auf jeden Fall noch Leute kennt, von denen ihr sagt, ey, die müssen hier unbedingt mithelfen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Fragt gerne mal wenig Kraft und so weiter und so fort. Wir brauchen hier auf jeden Fall die Unterstützung von allen möglichen Teilnehmern bei Craft Attack. Wäre echt ziemlich, ziemlich nice. In diesem Sinne, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns am Donnerstag, hoffentlich um 19.30 Uhr. Falls nicht, schreibe ich nochmal auf Twitter und sagt Bescheid, Leute. Macht's gut, haut rein. Wir hören voneinander. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.